König Charles III. Legt eine Pause ein. Für den 15. September seien keine öffentlichen Termine geplant, wie britische Medien berichten. Die Operation London Bridge habe das von Anfang an so vorgesehen, schreibt die Nachrichtenagentur PA. Das Protokoll legt den Ablauf der Tage nach dem Tod der Queen minutiös fest. Charles werde am Donnerstag einen privaten Tag der Reflexion haben, und es wird nicht erwartet, dass er an öffentlichen Veranstaltungen teilnimmt. Er habe sich auf seinen Landsitz Highgrove in Gloucestershire zurückgezogen. Wahrscheinlich werde er dort aber noch arbeiten und sich auf seine neue Rolle als König vorbereiten. Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. Am 8. September hatte Charles III. Fast ununterbrochen im Licht der Öffentlichkeit gestanden. Queen Elizabeth II. Soll am 19. September in der Westminster Abbey in London beigesetzt werden.